Guten Tag. Ich möchte Frau Odes, Herrn Feuchtenberger, meinen Mentor Herrn Schäpke, alle Lehrer und Schüler der Semperschule und alle anderen Zuschauer herzlich begrüßen. Mein Name ist Lene Pech und ich gehe in die GM19. Ich freue mich, Ihnen bzw. euch mein Kompetenzprojekt vorstellen zu dürfen. Zuerst werde ich über die Ideenfindung und Planung des Projektes sprechen, danach über den Zeitplan. Als drittes und viertes werde ich euch die Website und Printprodukte zeigen, darauf folgt dann mein Kostenplan. Als sechstes werde ich noch kurz zu meinem Fazit kommen und danach ist Zeit für eure Fragen. Am Ende des Videos könnt ihr dann auch noch kurz die Bildnachweise sehen. Hier seht ihr meine Mindmap aus der Einführungswoche. Plan A, der es dann auch geworden ist, war die Ferienwohnung mit einem CI, Print und einer Website. Also irgendwie alles. Das war für mich ziemlich praktisch, da ich mich nicht wirklich für ein Produkt entscheiden konnte. Ursprünglich waren auch noch Fragebögen angedacht, aber gerade wegen Corona, wofür die Fragebögen eigentlich gedacht waren, kamen keine Besucher und somit sind die Fragebögen dann auch weggefallen. Plan B war es, alte Gedichte zu illustrieren. Hier wollte ich hauptsächlich mit Aquarellillustrationen arbeiten, sodass ein Buch entsteht. Plan C war eine Plakatreihe als Werbung für Königstein, einfach weil ich die guten Ecken sowieso kenne. Für Plan A habe ich mich dann entschieden, weil eine Überarbeitung dringend notwendig war. Außerdem musste ich mich, so wie gesagt, nicht zwischen Print und Web entscheiden. Hier würde ich euch eigentlich gerne Bilder der alten Website zeigen, aber ich habe nur noch das eine hier. Das liegt daran, dass ich zwar die Daten der alten Website noch gespeichert habe, aber sie nicht mehr öffnen kann, weil die Website hauptsächlich aus Plugins besteht, die alle nicht mehr funktionieren. Bei den Printprodukten war das Hauptproblem eine zu alte Adresse, die inzwischen, glaube ich, schon 12 Jahre nicht mehr aktuell ist. Für das Kompetenzprojekt hatte ich mir vorgenommen, das CI auszuarbeiten, also die Farben anzupassen und das Logo auszuarbeiten. Die Website wollte ich überarbeiten, aber am Ende war es dann doch leichter, von vorne anzufangen, da die Website sehr viele Plugins verwendet hat, die ich nicht wirklich kannte. Beim Print wollte ich einen Flyer, eine Postkarte und eine Visitenkarte anfertigen. Zusätzlich hatte ich dann gedacht, dass, wenn noch Zeit übrig ist, ich ein Gästebuch und Autofolien gestalten könnte. Für die Autofolien bestand dann am Ende des Projektes doch leider kein Bedarf mehr. Durch das Abschlussprojekt in KW sind dann noch weitere Postkartenmotive und 2 Lesezeichen hinzugekommen. Hier seht ihr meinen Zeitplan. Die Fotos für das Projekt habe ich hauptsächlich in den Sommerferien gemacht, weil ich dazu auch ziemlich viel wandern musste. Außerdem musste ich sie sowieso machen, da die Website ein paar aktuellere Fotos brauchte. Danach wollte ich schnell das CI überarbeiten und mit dem eigentlichen Projekt anfangen. Ich habe mich dazu entschieden, zuerst die Website zu machen, da sie wahrscheinlich am aufwendigsten werden würde, womit ich auch recht hatte. Danach wollte ich den Print machen und den gesamten April eigentlich als Puffer haben. Sowohl für dieses Video als auch für eventuelle Reparaturen an der Website, falls ich es nicht in meinem Zeitplan geschafft hätte. Und hier seht ihr, wann ich wirklich am Kompetenzprojekt gearbeitet habe. Durch den Stundenplan habe ich dienstags eigentlich nie daran gearbeitet. Dafür dann aber fast immer mittwochs und donnerstags. Meistens 2 bis 3 Stunden, solange keine anderen Projekte anstanden. Das CI hat sich dann irgendwie mit allem vermischt, weil mir immer wieder was Neues eingefallen ist. Das HTML ging um einiges schneller als geplant, also habe ich schon mal mit dem CSS angefangen, da ich noch keine Pause brauchte. Ab und zu habe ich dann zwischendurch neue Fotos gemacht und bearbeitet, zum Beispiel vom Innenraum der Ferienwohnung. Dann kam im Januar der Lockdown und nichts lief mehr nach Plan, aber gleichzeitig irgendwie doch. Die Website wurde eher online gestellt, als ich geplant hatte, und die Partnerseite ist, sagen wir, passiert. Dazu kommt gleich noch was. Die Zwischenpräsentation fiel dann auf ein Datum nach dem eigentlichen Projektende, aber ich konnte meinen Zeitplan einhalten, bis auf eine kleine CSS-Anpassung am 4. April. Insgesamt habe ich 147 Stunden und 55 Minuten für mein Kompetenzprojekt gebraucht. 49 Stunden und 17 Minuten davon waren aber schon Wandern und Fotografieren zusammen mit der Bearbeitung der Fotos. 77 Stunden und 44 Minuten habe ich für die Website gebraucht. Dazu zählen auch Java und PHP Selbstlernen. Vorher habe ich 7 Stunden und 59 Minuten am CI gearbeitet. Die restlichen 12 Stunden und 55 Minuten habe ich für die Printprodukte gebraucht.
Die Website war also der größte Teil meines Kompetenzprojektes. Bei der Gestaltung habe ich mich hauptsächlich am CI orientiert. Für die ersten Entwürfe habe ich mir aber auch Webseiten der Konkurrenz angesehen, um nichts Wichtiges zu vergessen und um zu wissen, was überhaupt von einer Ferienwohnungswebsite erwartet wird. Für die Gestaltung war auch wichtig, dass ich die Website später gut anpassen kann. Das HTML ging wie gesagt schneller, als ich gedacht hatte. Auch die Java-Grundlagen zu lernen dauerte nicht sonderlich lange, zumindest auf einem Level, damit ich Tutorials verstehen und anwenden konnte. Und dann kamen langsam die Probleme. Mein erstes Problem war das PHP. Trotz eigentlich guter Tutorials wollte das Kontaktformular einfach nicht funktionieren. An der Stelle ein Riesendanke an Herrn Bosse, der mir sehr gut geholfen hat, auch wenn es ziemlich lange gedauert hatte, bis das Kontaktformular endlich funktionieren wollte. Ein weiteres Problem war das CSS, genauer genommen das Responsive Web Design. Es hat sich leider ziemlich gezogen und teilweise musste ich es nach dem Upload der Website noch weiter anpassen, vor allem was die Handyversion anging. Das kleinste, aber auch nervigste Problem war die Partnerseite. Ursprünglich hatten wir sie ausgeplant, da die Partner nicht mehr auf eine Verlinkung bestanden. Allerdings kamen dann nach Upload der neuen Website einige Partner auf uns zu und meinten, dass sie immer noch auf diese Verlinkung bestehen würden. Also musste ich in letzter Sekunde noch eine Partnerseite zusammenbasteln, was bei 4 Partnern, bei denen man die Logos nicht unbedingt benutzen darf, leider ziemlich leer aussieht. Ich werde euch jetzt ein paar Aufnahmen der Website zeigen. Wer mehr sehen möchte oder sich die Website lieber alleine angucken will, kann das Video kurz pausieren und den QR-Code scannen. Lasst das Video danach aber bitte weiterlaufen und guckt euch die Website erst am Ende an, damit ihr dann pünktlich im Discord seid, um Fragen stellen zu können. Der Upload der Website war dann zum Glück wieder sehr einfach. Die Website liegt bereits bei Alpha Hosting auf einem Server und ich musste nur den Inhalt eines Ordners austauschen. Dazu empfiehlt Alpha Hosting ein eigenes Programm. Allerdings kann man das Ganze auch mit Dreamweaver machen. Dazu muss man nur eine Site anlegen, die man dann mit den Zugangsdaten des Servers verknüpft. Weiter geht's mit den Printprodukten. Hier seht ihr die Visitenkarte. Im Video glänzt die Leinstruktur etwas stärker als in echt. Auf der Rückseite habe ich den QR-Code platziert, der direkt zur Website führt. Derselbe QR-Code befindet sich auch auf Flyer, Postkarten und Lesezeichen. Ansonsten ist die Gestaltung ziemlich einfach. Auf der Rückseite sind nur noch die Kontaktdaten. Vorne sieht man unser Logo, unseren Namen und den Claim. Und ein Foto aus der Sicht von Halbestadt. Die Transparenz der grünen Fläche ist im Druck zwar nicht ganz durchgekommen, aber lässt sich trotzdem noch gut erkennen. Der Flyer glänzt im Video leider sehr stark, wenn man ihn in der Hand hält, ist er aber sehr gut zu lesen. Das Foto ist für die Region eher ungewöhnlich und soll so auffallen. Es ist ca. 50 Minuten Fußweg von der Ferienwohnung entfernt. Sonst findet man auf dem Flyer wieder das Logo und den Claim. Genauso wie die Kontaktdaten und ein paar Informationen über den Preis, die Lage und die Ausstattung. Verziert ist das Ganze mit Bildern des Wohn- und Schlafzimmers. Das Briefpapier orientiert sich stark am alten Briefpapier. Allerdings ist das Logo jetzt nicht mehr das einzigfarbige. Auch hier ist wieder das Logo und die Kontaktdaten. Genauso wie die nötigen Bankdaten, die ich hier mal zensiert habe. Der Name der Ferienwohnung befindet sich auch nochmal über der Bankverbindung. Das Gästebuch ist mit einem Bild aus dem Wald, dem Logo und ein paar Schriftzügen relativ einfach gestaltet.
Der Buchrücken hat dann im Druck allerdings für Probleme gesorgt. Die Qualitätskontrolle hatte den Umschlag etwas vergrößert, wodurch der Buchrücken nicht mehr gepasst hat. Das ließ sich allerdings relativ schnell beheben. Auf den Innenseiten gab es keine Probleme. Dort findet man einen kleinen Spruch und eine große Version unseres Logos. Auf den restlichen Seiten findet man in Grau nur Ferienwohnung Familie Pech. Die Schrift ist in Grau, damit man bei Platzmangel auch mal eben drüber schreiben kann. Hier seht ihr alle vier Postkartenmotive. Ursprünglich war nur eins geplant, aber durch die zusätzliche Zeit in Kommunikations- und Werbelehre konnte ich vier machen. Zwei dieser Postkarten haben ein traditionelles Motiv mit blauem Himmel und schönen Bergen. Die anderen beiden sind mit einem nebligen Berg und einem dunklen Waldweg eher untraditionell, aber dafür etwas märchenhafter gestaltet. Vorne auf den Postkarten ist, um nicht vom Motiv abzulenken, nur das Logo und der Claim platziert. Hinten findet man das Logo erneut, genauso wie die Kontaktdaten und den QR-Code. Außerdem habe ich ein bisschen Eigenwerbung reingeschummelt. Die Lesezeichen sind komplett zusätzlich entstanden. Sie sind zugegebenermaßen etwas dünn geworden, aber trotzdem brauchbar. Zwei davon werden auch schon benutzt. Auch hier habe ich mich wieder daran gehalten, dass ich ein traditionelles Motiv und ein eher ungewöhnliches benutzt habe. Genauer genommen die Barbarine und einen zugewachsenen Wanderweg. Auf der Vorderseite habe ich wieder den Claim und einen QR-Code platziert. Hinten sind das Logo, die Kontaktdaten und ein Foto aus der Ferienwohnung. Hier seht ihr den Kostenplan aus der Einführungswoche. Viel gibt es hier nicht zu sagen. Ich hatte noch keine genauen Mengenangaben und keine Vorstellungen, was das Material betraf. Außerdem habe ich eiskalt vergessen, dass ich der Schule ja auch noch ein Gästebuch abgeben musste. Und hier ist eine Übersicht meiner tatsächlichen Ausgaben. Ihr seht schon, es ist nicht gut gelaufen. Das Rote sind die Änderungen, aber das Positive zuerst. Die Probedrucke sind billiger geworden als gedacht. Dann kamen aber 50 zusätzliche Briefpapierbögen dazu, 4 Motive statt einem Motiv bei den Postkarten, die Leinenstruktur für die Visitenkarte und 4 Gästebücher, weil die nächste Auflage 5 waren, statt einem einzigen Buch. Außerdem kamen die Lesezeichen noch komplett neu dazu. Insgesamt ist das Ganze so über 80 Euro teurer geworden, was meine Eltern zum Glück nicht gestört hat. Und damit sind wir bei meinem Fazit angekommen. Das Ganze fasse ich euch am besten mal in ein paar Sätzen zusammen. Den Zeitplan konnte ich trotz des Homeoffice ziemlich gut einhalten. Dazu kam dann zwar, dass ich mich sehr echt ablenken lasse, vor allem durch YouTube und Twitch, aber irgendwie habe ich es auch mit der Ablenkung geschafft. Durch das Durcheinander bei den Kosten habe ich gelernt, bei der Kostenplanung mehr auf die Details beim Druck zu achten, wie eben zum Beispiel der Struktur des Papiers. Außerdem werde ich mich in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr auf die Qualitätskontrolle der Druckerei verlassen, weil ich für den Preis dann auch selber kontrollieren kann, ob alles passt. Aber das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, Fragen zu stellen. Damit hatte ich im Abitur ziemliche Probleme, aber inzwischen geht's ganz gut und obwohl mir meine Fragen manchmal doof vorkommen, traue ich mich, sie zu stellen. Jetzt habe ich noch ein paar Tipps für euch, die im ersten Moment wahrscheinlich sehr offensichtlich klingen, aber an die man sich dann doch halten sollte, vor allem wenn man seinen Zeitplan einhalten möchte. Und glaubt mir, viele davon wurden letztes Jahr schon gesagt und zumindest ich habe mich nicht dran gehalten. Aber es wäre besser gewesen, wenn ich es getan hätte. Erstens, Twitch nebenbei laufen zu lassen, ist eine schlechte Idee. Planung ist alles. Webseiten sind schlimmer, als sie aussehen, aber machbar. Die eigenen Fotos für alles verwenden macht Spaß und ist wesentlich entspannter. Und Fragen schadet nicht. Und zu guter Letzt, im Homeoffice vergisst man leider ab und zu mal seine Zeit zu stoppen. Wenn ihr also auch noch im Homeoffice arbeiten müsst, versucht daran zu denken, immer eure Zeit zu stoppen. Für Fragen könnt ihr jetzt gerne zurück in den Discord kommen. Hier sind jetzt nur noch kurz die Bildnachweise.